Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei 7 Days to Die in der Vollversion. Man kann es nicht oft genug sagen. Und ja, wir machen jetzt unsere Mission hier. Ey, das ist cool. Kann ich das auch machen? Muss ich mal bei Gelegenheit mal gucken, ey. Oh, ein Trockner reingucken. Regale. Oh, geil. Ach, das ist ja... Ein Hydroponik-Tower? Wow, warte mal. Ey, das ist doch... Das wäre doch eigentlich die Idee, ey. Als 3D-Druck. Oh, wir sollten erstmal... Oh ja, klar. Komm her. Ja, nichts sagen, aber du hast einen Pfeil im Kopf. Da geht's nach oben. Klamottenhaufen. Da ist eh nichts mehr drin, außer irgendwelche anderen Sachen. Das müssen wir alles noch plündern. Das auch down. Okay. Dann war's das wohl. Hier? Nix. Oh. Mal sie kaputt gemacht. Oh, hi. Puh, die auf die Eier. Ich nehme das alles mit. Ich werde es dieses Mal ganz anders da machen, wie ich sonst immer mache. Normalerweise mache ich da einfach immer irgendwelchen Scheiß und dann... Ja. Aber solche Topfpflanzen sollte man halt schon mal mitnehmen. Oh, Hängepflanzen, cool. So, halt, haben wir doch schon. Den haben wir noch nicht. Knochen. Kann man hier. Okay. Topfpflanzen. Nehmen wir mit. Okay, nehmen wir unsere Schaufel. Thank you.
schön. Ich bin schon überlegen, ob ich die Basis doppelwandig mache. Gucken. Kann ich dich reparieren? Ja, kann ich. Ach, stimmt. Die Challenge. Da muss ich auch mal reingucken, ey. Erst mal abhauen. Challenge. Oha. Crafting Block. Upgraden, genau, also platzieren und upgraden, Animals killen, Lagerfeuer platzieren, verkohltes Wildbret, du Scheiße. Oh. Ich habe auf der zweiten Seite, habe ich auch schon was, haha, cool, okay, so. Geht's hier irgendwie mal hier hoch? Hm. Okay. Jetzt aufs Dach. Klamotten, ganz wichtig. Wir dürfen das mit den Klamotten nicht vergessen. Hoch. Guck mal, wollen wir gerade vom Teufel sprechen? Undead Damage, Untoten Damage, okay. Mal hier. Kannst aber trotzdem lesen. Okay, wir müssen zum Händler. So, Klamotten. Also, es ist unser Rüstungswert. Rüstungswert, leichte Rüstung, Ausdauer, Beweglichkeit. Okay, das ist alles nichts. Und Toten Damage. Okay. Kann man hier Hunter. Wer hat schon Zeit, sich mit Jagdgeschäften auszustellen? Stelle deinen eigenen Bogen her und spare Geld. Konnte ich doch auch schon so. Aber jetzt habe ich Stufe 2. Cool. Mal gleich weg. So. Okay. So, da vorne drin ist ein Hund. Mir vorhin aufgefallen. Warte mal, wir könnten eigentlich. So. Habe ich keinen Malus. Auf der Kehr? Er knurrt mich immer an, wenn ich dran vorbeilaufe. Aber nur wenn ich dran vorbeilaufe. Verfolgen tut er mich nicht. Cooler grüner Laster.
So, du Trader. Gucken. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did it. Okay, verkohltes Fleisch? Nee. Fertigungsfertigkeit. Zeitschriften. Oh, ein Paket mit drei zufälligen Zeitschriften. Ja, das, ja. Nehmen wir noch. Nächste Aufgabe. Abholung. I got just the job. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need it. Oh, geil. Mine freigeschaltet. Kaffee freigeschaltet. Jawohl. Fahrrad und Räder freigeschaltet. Oh. Money talks, bullshit walks. Money talks, bullshit rocks. Okay. Boah, schauen wir mal. Stufe 4. I knew you were a cheap motherfucker. Hey. Geht das immer noch? Nein, geht nicht mehr. Warte. Da ist man auf die Tür zugelaufen, hat Doppelklick gemacht. Da hat man sie aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Und das funktioniert leider nicht mehr. Oh, mit wenig Power sollte man da nicht vorbeilaufen. Oh. Interessant. Guck mal, kann ich? Nee, kann ich nicht. Schade. Oh ja, ein Tausammler bräuchte man mal. Der Vorteil auch an solchen Aufgaben, also wenn man wirklich viel Zeit hat, geht man rein, plündert man, geht raus, aktiviert, plündert noch einmal. Für Leute, die halt wirklich echt zu viel Zeit haben. Aber das wollen wir ja nicht. Warte mal. Sind wir nicht aufgestiegen? Wir sind noch aufgestiegen. Ich wollte es doch gerade sagen. Ja, Intelligenz brauchen wir auf jeden Fall. Im Prinzip brauchen wir eigentlich alles. Ist ja das. Weil das mir alleine spielen. Brauchen wir halt alles. Okay, okay. Da haben wir schon unsere ersten Bugs. Aber die sind ja noch halb so wild. Aber warte mal, wir sind doch auf dem Friedhof. Ja, ich komme doch schon. Oh nein. Da passiert. Ah!
jetzt weiß ich, warum immer alle über den Kopf spielen. Sind noch irgendwo Gräber? Ah, hier. Ja, auch auf. Gibt's auch mal ein Grab des Zus? Ist ein Zuna-Grab. Stark. Jetzt mal eine moralische Frage. Man geht mal hypothetisch davon aus, ja, wir haben wirklich eine Zombie-Apokalypse. Eine wahrhafte Zombie-Apokalypse. Oh. Und unsere Toten werden mit ihren Gegenständen vergraben, teilweise, ja. Könnt ihr euch moralisch verantworten, auf den Friedhof zu gehen, die Särge aufzumachen, um an den Loot sozusagen ranzukommen? Oder ist es einfach, wie man so schön sagt, eine Grauzone? Das wäre mal interessant zu wissen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich wüsste es nicht. Ich wüsste es nicht, ob ich das machen würde oder nicht. Hydraulik. Oh. So. Und sonst ist hier oben eigentlich nichts mehr. Eigentlich recht einfach. Es ist halt wirklich schwierig. Macht man sowas? Es ist halt so wirklich ganz, ganz schwierig, finde ich. Man soll ja die Toten ruhen lassen, sagt man immer. Aber auf der anderen Seite, wie will man die Toten ruhen lassen, wenn die Toten auferstanden sind? Das ist halt das wieder. Ob es dann noch fraglich ist, der moralisch gerechtfertigt ist, die Gräber aufzumachen, um an die Wertsachen ranzukommen, die man dann, was ich, beim Händler verkaufen kann oder so. Wenn in einer Welt, die eh gerade am Untergehen ist,
Eine Zwickmühle, eine Grauzone. Well, look here, boys. We got ourselves a real life hero, and now he wants to be paid. 30 Munition, ja komm. Immer gleich die nächste Aufgabe. Vergrabene Vorräte, ne? Nimm mal I don't like you. I'd say it's been an honor to work with you. I'll sell you food, but don't expect me to cook it for you. Okay, was können wir verkaufen? Können wir verkaufen? Katzenfutter, immer. Mal verkaufen. Oh, schwierig. Wir haben eigentlich nichts wirklich Großartiges, was wir verkaufen könnten. Look, motherfucker, I'm already overstocked on those. Lehm und so weiter will ich eigentlich nicht verkaufen. Mist! Ich hätte doch mein Geld mitnehmen sollen. Da ist leider nichts dabei, was ich gebrauchen könnte jetzt spontan. Boah, guck mal, eine Stufe 5 steigt. Oh. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try. Ohne Schmarrn, wir müssen unbedingt unser Geld holen. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause, fressen und trinken was. Und schauen, wie viel Geld wir haben. Ja, und dann schauen wir mal. Level 3 Knüppel haben wir ja schon. Die Frage ist aber eher, Erntewerkzeug. Unser gutes Deiner, da 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 da. Weißt du, hier eine Doppelwand hinziehen? Ah ja, mal gucken. Mal ab. Hey! Uli, Uli, wir sind zu Hause. Wir haben 1500. 1500. Da könnten wir uns ordentlich was kaufen, ey.
Oh, erstmal was essen. Hier mal Wasser. So. Haben wir den Bausammler. Brauchen wir Plastik, Eisenrohre, Klebeband. Eisenrohre. Klebeband. Haben wir noch nicht so viel. Brauchen wir noch ein wenig Stoff. Und Plastik haben wir auch noch. Haben wir noch nicht so viel. Haben wir auch noch mal Stoff. Noch zu wenig, da haben wir noch zu wenig. Wir brauchen mehr Plastik. Oh, okay. Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir uns dann. Ich hätte gesagt, eine Stufe 5 Axt. Was könnte man daraus machen? Kann ich herstellen? Okay. Naja, dann geht man halt einfach mal. So. Mal 30 Sekunden Wasser. Wunderbare Sekunden Wasser. Das ist die Frage. Man will ja das Zeug ja eigentlich sicher bauen. Man will ja das Zeug sicher bauen. Man könnte jetzt hergehen. Ja, man könnte jetzt hergehen. Und könnte. Also, was ich früher gemacht habe. Ich habe mir immer so ein Gebäude rausgesucht. Dann habe ich erstmal alle Wände zugemacht. Und dann innen drin alles leer gemacht. Und dann eigentlich immer komplett mit Fallen ausstaffiert. Dass, wenn sie doch es wagen, durch die hier durch die Wand zu kommen. Ja, dass sie sich hier durch die Wand kaut haben. Dann mussten sie halt immer schauen, mussten sie halt immer durch die ganzen Fallen. Ist eigentlich so semi-gut. Finde ich. Weil da gehen sie nämlich her und hauen dann jetzt zum Beispiel in dem Fall hier die Wand. Ja, die Wand hauen sie dann kaputt. Zum Beispiel. Um die Decke zum Einsturz zu bringen. Also, es ist eigentlich nichts Neues. Diesmal habe ich den Plan. Wir rupfen hier alles weg. Ja. Hier wirklich alles weg und machen sozusagen dann
einen riesengroßen Block. Jetzt schon? Okay. Weißt du, dann machen wir sozusagen einen kompletten Block. Was dann wiederum bedeutet, dass die Herrschaften. Warte mal, wir könnten eigentlich mal einen Gebietsblock bauen. Dass die Herrschaft, ne? Nicht auf die Idee kommen, hier rein zu stürmen und irgendwie die Stützmauern dann wegzureißen. Weil es dann keine Stützmauern gibt, weil es dann halt ein massiver Block ist. Aber dann dafür ungefähr hier dann in der Mitte geht dann eine Treppe runter, die dann in irgendeiner Richtung, vielleicht in die Richtung, einen Tunnel geführt. Dass dann da ja der Zugang ist. Das wäre die Idee. Dann bauen wir da so einen Tunnel, wie ich es ja mal auf Twitch mal gemacht habe. Ich mich schon drauf, Alter. Es wird wieder ewiges Gebuddel, ey. Oh ja. Muss halt alles raus. Die Türen müssen raus, die Rahmen müssen raus, die Fenster müssen raus, die komplette Inneneinrichtung muss raus. Eventuell auch die Decke, wie zum Beispiel Lampen oder so. Aber eigentlich sollte ich solche Mechaniken noch. Warte mal, was brauche ich für eine. Werkbank. Raumzieher? Raumschlüssel, besser gesagt. Raumschlüssel. Sammelwerkzeug. Okay. Sollte man erstmal hier wahrscheinlich die Schmiede wahrscheinlich erstmal bauen. Auch mal ein Holzklotz. Einen Holzklotz. 12-mal Leder haben wir. Eisenrohre sollten wir auch haben. Ja. Gucken wir doch mal. Okay. Das haben wir. Ich glaube, Lehm war auch dabei. Ach nein, Pflastersteine. Mit Pflastersteine. Warte mal, Pflastersteine. Hier, Pflastersteine. Oh, wir brauchen noch 6 Pflastersteine, okay. Und jetzt bräuchte man eigentlich nur noch Leder.
machen wir erstmal die Schmiede. Ja. Und dann machen wir die Pflastersteine. Ja. Und in der Zeit machen wir unten weiter. Und klöppeln den ganzen Scheiß da raus. Und wie ich sehe, ist schon wieder die Zeit rum. Ach, das ist ja Wahnsinn, ey. Okay, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Lass mal drin. Denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren, Glocke nicht vergessen. Guckt auch mal beim Zweitkanal rein. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss. Und ich werde hier offscreen jetzt noch ein bisschen das Zeug rausrupfen. Bis denne, ciao, ciao.